Wir waren uns vorher nicht sicher, ob wir da überhaupt weitergehen sollen. Es ist einfach nur mega hinter uns. Jetzt werden es mal nicht der Olaf sein. Guten Morgen aus Karlsheim, Großglockner. Hinter mir seine Majestät, mit der Andi. Morsche! Du bist aber nicht die Majestät, da hinten ist die Majestät. Das ist die Majestät. Erste Prinzessin. Aber wir gehen heute nicht am Großglockner, sondern wir suchen ein BS2. In dem Sinn, viel Spaß mit der Tour. Da ist das Zuschauer, das böse Weibel. Viel windiger ist es heute wie gemeldet. Ich meine, da unten echt wunderschön. Aber da oben, wo die Windfahnen sind, ist unser Ziel. Jetzt müssen wir erst schauen, ob wir das überhaupt machen können, was wir vorgehabt haben. Wir sind nämlich mit zwei Autos da. Wir hätten eine andere Abfahrt geplant wie Aufstieg, aber schauen wir mal. Ja, und schon der nächste steile Hang, der zum Quernis. Wir gehen da mit Sicherheitsabstand auch, wenn bereits eine Spur da ist, aber ja, müssen wir aufpassen. Man sieht sehr Triebschnee. Der Sicherheitsabstand noch einmal verlängert. Der Andi ist da vorne vor dem Rucker. Man sieht es da echt, so steiles Gelände. Ich warte da jetzt noch ein bisschen. Dann sehe ich eh, wenn irgendwie was war da vorne. Also die Spuren, die drinnen sind, die haben oft gar nichts zu bedeuten. Muss schon überlegen und aufpassen, was man tut. Wir waren uns vorher nicht sicher, ob wir da überhaupt weitergehen sollen. Hinter uns sind zwei Einheimische nachgekommen, mit denen haben wir jetzt geschatzt. Die haben uns Informationen geholt. Gestern ist wer oben gewesen. Der Hang hat uns nicht weiß gut, wie gut gefahren. Aber scheinbar ist das alles so gut gesessen und zu fahren auch schon. Und das ist auch de facto so, bis auf ein paar frische, ja, einblasende Triebschnellstellen. Ist da um mich echt ganz gut, aber wir gehen trotzdem natürlich mit einem Entlastungsabstand da um mich. Und da vorne in dem Chor, da ist dann die Gefahr praktisch gebannt. Also hört es dann einfach Risiko, Minimierung und nachher passt es schon. Kalt ist da, kalt, aber schön. Der Wind bläst gescheit um. Das muss man alles nachher beurteilen vor Ort. Aber landschaftlich ein Traum da. Wahnsinn!
Windstart dabei. Es ist einfach nur mega. Hinter uns. Jetzt wird es bald ein, der Olaf rennt. Und jetzt sind wir am Gipfel gerade. Der Wind bläst. Aber das passt halt. So, jetzt haben wir vier Ochsen da herum. Der Sieger, der Christoph, der Andi und ich haben Besenweibe. Aber da sind keine Besenweiber momentan noch mal dumm. Auf jeden Fall traumhaft ist, panoramamäßig zeige ich euch jetzt an gerade nichts. Weil wir packen jetzt gleich um. Wir fahren gemeinsam mal. Und dass die zwei nicht so lange warten müssen, machen wir uns gleich abfahrts ready. In dem Sinn, richtig geil war es bis jetzt. Safety Point, die letzte First aus dem, was wir sehen. Wo nichts mehr ist, kann nichts mehr sein.
Piano. Was war's? Piano kann ich nicht. Was ist das? Was zum Essen? Ah, ich bin bei Los Cocos daheim. Juhu! Bäumchen! Langsam! Da ist eine gräberne Kompression! Da brauchst du gleich voll drüber raus. Aha. Dann weiß ich schon wieder, wer als erster fliegt. Hier haben wir zuerst schon einen Kopf gemacht, ob wir da oben finden. Ja. Dabei brauchst du keine Spuren suchen, da sind tausend. Wow, Corona! So, da. Gut ist gegangen, Gott sei Dank ist nichts geschehen. Jetzt schauen wir mal, wenn einer und das Material, ja. Lass mal da weiter, das war ja dann gescheit. Das passt schon. Ja, wir sind jetzt wieder gut retour von der Tour aufs böse Weibe vom Lucknerhaus auf und ins Lesachtal oben. Also die Tour hat mir voll getaugt und die Wahl war eigentlich auch voll lässig, dass wir da mit zwei Autos hergefahren sind, das hat sich schon ausgezahlt. Der Aufstieg aufs Weibe auf vom Lucknerhaus ist landschaftlicher Traum. Also vor allem oben nachher, wenn du hinter dem Graben bist, in das Chor kommst, das ist schon wunderschön. Und vor allem bei der Sache, dass du da rauf auch hast, wenn du da hinten rausschaust beim Fenster, steht der Glockner und da sind heute sicher schon wieder 20 Leute raufgeschafft und wir haben halt eben, wie gesagt, nur den Sigi und den Christoph getroffen und es war richtig lässig, dass wir da zu viert beieinander waren. Falls es zwei nachher das Video anschaut, schönen Gruß. Ein Gruß geht raus, war eine richtig lässige Zeit miteinander. Und danke! Danke, ja. Das ist, die zwei waren, glaube ich, schon mitverantwortlich, dass wir da nachher noch weitergegangen sind. Ja. Ja, es ist halt am Anfang von der Tour hast du eine ziemlich ungute Querung. Die hat uns nicht so prickelnd angeschaut. Bei der Querung muss man auch dazu sagen, wenn es jetzt irgendwer geht oder was, seid ihr euch ziemlich sicher, was da macht, weil wenn da die Leute kommen, dann schiebt euch den Kram runter. Und wir waren uns nicht ganz sicher, dann sind die zwei dahergekommen und er ist ein gebürtiger Kaiser und hat wirklich sehr fundiert gleich Bescheid geben, was los ist, und das war dann für uns ein Grund, dass wir gesagt haben, okay, passt, schauen wir es uns an, und dann hat es eigentlich unter dem Strich eh ganz gut gepasst. Wir haben, wie ihr es im Video wahrscheinlich auch sehen werdet, ein kleines Hupperla drin gehabt beim Abifahren. Ja, das Hupperla war aufgelegt, aber es war überschaubar, also glaube ich, gibt es da auch nicht viel, wo man dann im Nachhinein drüber diskutieren muss. Das war einfach von wenig auf viel Schnee bei einer Geländekante, bei einer kleinen, in einem überschaubaren Hang. Ja, passiert halt. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Genau, so schaut es aus. Ansonsten die Abfahrt da oben, da gibt es mehrere Varianten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie unsere geheißen hat. Klevent oder so irgendwie unterhalb. Klebend oder? Oder Klebend, so irgendwie heißt das, wo wir rausgefahren sind. Du kommst auf alle Fälle ins Lesachtal. Und da kommst du ins Lesachtal oben, genau. Bis dass du mal im Tal bist, ist echt lässig. Ein paar so Geländekanten sind drinnen. Man muss halt da schauen mit den Safety Spots, mit dem Zusammenwarten, wo du da reinfährst und zusammenwartest. Und unten raus zieht es sich ziemlich. Aber an und für sich war die Runde richtig geil. Also Aufstieg hast du da, wenn du nicht so einen Verhatscher hast wie mir am Anfang, ist mit 1300 Höhenmeter dabei und hast 1900 Höhenmeter ungefähr abgefahren. Also das ist schon sehr lohnend da draußen, genau. Was man halt auch dazu sagen muss, und das ist was, was ich schon seit längerem betreibe, wenn es auf eine Tour geht und euch nicht sicher seid und Leute trifft, fragt die Leute, fragt, ob es Einheimische sind, das ist einmal ganz entscheidend, und quetscht es aus, wie sie Situationen oder Sachen sehen. Was jetzt nicht heißt, wenn die sagen, ja, sie gehen, dass das für euch auch gleich automatischer Go ist, aber es könnt ihr euch einen Überblick ein bisschen verschaffen.
weil Locals aber mehr wissen, als wir, wenn man kein Local nicht ist. Genau, also das heißt jetzt nicht, dass man die Verantwortung angibt auf die anderen. Also die Entscheidung musst du natürlich selber treffen, aber du kannst da einen Wissensvorsprung halt holen einfach. Und das haben wir heute, Gott sei Dank, nutzen können. So und man lernt gleich coole Leute kennen, das kommt genau dazu. Genau. So ist uns das halt heute aufgegangen, war richtig lässig. In dem Sinn, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Und nächstes Video folgt alsbald. In dem Sinn, bergheil, bleibt's geil. Ciao.